Servus YouTube, willkommen zurück bei mir auf meinem kleinen Kanal. Und heute haben wir ja, wie gesagt, den Tag, an dem wir hier die Wiese kalken und düngen. So habe ich ein bisschen Kalk organisiert. Und wir kalken hier mal rüber. Schauen, dass wir alles erwischen. Das funktioniert auch ganz gut. Dass der pH-Wert wieder steigt hier. Ziel erreicht. Hier nicht ganz. Da gehen wir wieder was zu. Jawohl, dann haben wir den Kalk hier durch. Den stellen wir aber jetzt schnell bloß am Hof. Weil sonst müsste ich wieder den anderen Traktor rangieren. Den habe ich wieder vorgestellt. Seht ihr, den habe ich wieder eingeparkt. Also fahren wir den bloß hier dazwischen rein schnell. Machen wir dann offscreen wieder. Der kleine Traktor, der reicht für die Wiese. Ja, die Frage ist, was haben wir jetzt an Gülle? Reicht das für das Feld oder müssen wir dann noch nachdünnen? Mist hätten wir ja auch, aber keinen Miststreuer. Aber jetzt machen wir hier erstmal. Oh, geht gar nicht. Warum nicht? Da hin. Okay. No, Moment. Schnell einen Schluck trinken. Wichtig. Richtig und wichtig. Dann kommen wir nicht ganz rum. Jetzt aber. Aus 200 Liter, da werden wir nicht weit kommen, denke ich mal normalerweise. Aber wir probieren es. Ich weiß gar nicht, was der für eine Breite hat. Ist schon ein bisschen her, dass ich den genutzt habe. So, okay. Wo es geht aber. Es geht aber von der Breite her. Und dadurch, dass wir davor gekalkt haben, sehen wir das auch sehr schön. Wo wir schon waren und wo nicht. Gülle neben dem Bach. Ui. Die Badgäste freuen sich. Aber okay, muss auch mal sein. Ich glaube, da dürfen wir zweimal fahren, wir auf den Wert kommen, teilweise, aber okay, dafür haben wir es ja. Dafür haben wir es ja,
Wir testen. Mal so. Jo. Geht. So. Jetzt aber. Da müssen wir aber trotzdem noch mal mit dem Düngerstreuer drüber gehen, denn das wird nicht reichen. Aber wir sparen uns etwas Dünger dadurch, dass wir hier jetzt Gülle draufhauen. Würde ich sagen. Oder wir warten auf die erste Stufe und fahren dann vielleicht noch mal drüber, vielleicht bringt es dann was. Weil jetzt glaube ich, kann man kein zweites Mal drüber fahren. Vermute ich mal stark. Aber wir haben etwas Gülle los. Mist kann man ja notfalls verkaufen. Wie ihr seht, seht ihr nichts, also es wird nichts abgezogen. Also man kann nicht gleich zweimal drüber fahren, das funktioniert auch auf der Wiese nicht. Na gut. Aber wenn es so nicht funktioniert, dann klatschen wir halt dann vielleicht Kunstdünger drauf oder so. Dann erreichen wir vielleicht das, was wir erreichen wollen. Ja, da machen wir drüber. Yeah.
Entschuldigung. Den Kleck noch machen. Dann war's das. Dann schalten wir hier aus. Und fahren das Güllefass wieder weg. So, pH Stickstoff. Sieht schon hier richtig. Probieren wir es doch mal mit dem Düngerstreuer. Haben wir da noch Dünger drin? Ob der das jetzt dann auf den Stand bringt, den Precision Farming haben will. Da ist unser Düngerstreuer. Das versuchen wir doch gleich mal. Ja, noch ein bisschen was drin. Zum Versuch reicht's und wenn nicht, kaufen wir was nach. Wir haben ja hier so eine Einkaufsstelle hinfabriziert. Oh ja, er macht's. Naja, nicht überall. Er macht's da, wo es fehlt, okay. Ja gut. Achso, Ziel aktuell, okay. Da sind wir mit dem, über dem Ziel schon drüber. Hier nicht, hier brauchen wir noch. Okay. Hier braucht es auch noch. Ah ja, okay. I see. Also, Gülle braucht. Bringt es an manchen Stellen nicht das, was wir brauchen, aber wir sparen dann massig Kunstdünger, weil wir streuen bloß da, wo Precision Farming sagt, zu wenig. Wir brauchen mehr. Okay. Das können wir mal so annehmen. Das ist doch vom Vorteil. Das ist vom Vorteil. So, wieder reinfahren. Dann schauen wir mal, was die Felder so machen. Da sind es, glaube ich, Sojabohnen. Die brauchen keinen. Genau, Sojabohnen brauchen keinen. Da haben wir überall gedüngt. Ja, da ist alles durch. Stickstoff ist durch, pH ist durch. Ja. Dann haben wir das auch wieder. Dann schauen wir noch kurz in die Produktionen.
Erdbeermarmelade, Güter fehlen. Aus. Mischration macht Silage, macht, arbeitet noch. Was haben wir denn hohe? 187.000 Stroh. Silage haben wir auch noch 98.000. Okay. Käse läuft noch. Erdbeeren laufen auch noch. Passt. Dann würde ich sagen, war es das mit der Folge. Ich verabschiede mich natürlich wie immer. Bedanke mich für euer Zusehen. Lasst ein Like da auf das Video. Drückt den Abo-Button, wenn ihr es noch nicht seid. Kommentiert fleißig. Tschö und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.